Ey, kannst du mal aufhören? Ja, du hast ja gerade für mich gefüttert. Doch, wissen wir nicht, was das ist. Jetzt sieht ganz schön. So, alle mal Hi sagen. Seid da im nächsten Video mit drin. Da kommt die Hi reingeflattert. Würde ich niemals machen. Niemals. Guten Morgen, alle Freunde, und herzlich willkommen zu der nächsten OSA-Folge. Ja, erstmal willkommen aus dem wunderschönen Spreewald. Wir sind nämlich gerade hier an einer schönen Spree. Carsten ist ganz schön laut hier im Hintergrund, weil er bereitet gerade alles vor. Ja, du bist ja schon fertig. Ich ja. Muss noch eine Route. Ja, bin ich. So, wir zeigen euch natürlich alles, wie alles funktioniert. Carsten angelt hier mit Method Feeder, ich ganz normal mit der Feeder-Route. Es hat auch schon ein paar Mal gezuppelt, weil meine Routen sind schon drin. Ja, und dann hoffen wir mal, dass hier ein richtig schöner Fisch einsteigt. Was dauert denn heute hier so lange? Na, ich war ja schon quasi einsatzbereit, aber irgendwie sind die Messelfiederkörbe, die ich hier rangemacht habe, irgendwie zu leicht. Ich kann das 30 Gramm dran, die fällt mir nicht. Jetzt wird wahrscheinlich so 50 Gramm mal hochgehen, dass so ordentlich liegen bleibt. So, wie ich sehe, hast du hier schon so einen Poppy dran? Genau, einen gelben, andere Rute einen roten. Und das ist auch schon ausgewaschen. Also quasi, die leuchten nicht mehr so hell wie aus der Verpackung, sondern die haben schon einen Tag hinter sich im Wasser. Fangen manchmal dadurch sogar besser, wenn sie etwas unauffälliger sind. Ja, und das Teil da unten, das kennt der ein oder andere vielleicht. Vor 2 Wochen konnte er das gewinnen. Und den Gewinner zeigen wir euch gleich. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Viel Spaß damit. Und heute gibt es natürlich auch was Schönes zu gewinnen. Und zwar den Tekke Container HT. Blenden wir euch jetzt einfach mal ein. Ein super Produkt, da passt wirklich alles rein. Egal für Raubfisch, für Friedfisch, Around-Angeln. Vollkommen egal. Ja, und was ihr dafür tun müsst, da sagt euch der Carsten wieder. Hier eine passende Carsten, Idee. Hast du schon eine Idee? Ich habe noch hier eine gute Idee. Die kommt im Laufe des Tages. Na gut. Idee. Okay, sagen wir euch aber später, ja? Genau, wir sagen es euch etwas später als jetzt. So, gehen wir doch mal zu meinem Angelplatz. Da seht ihr, alles schon aufgebaut. Stuhl am Start, Futter am Start, Köder am Start, 2 Routen. Und wir haben uns hier einen wunderschönen Platz ausgesucht. Also Leute, hier muss es doch knallen. Und was soll ich euch sagen? Der Kollege baut immer noch. Das dauert. Winkt doch mal. Sehr gut. Dann dauert es noch länger. So, da seht ihr es. 40 Gramm Futterkorb. Futter ist drin. Dendrobena ist dran. Carsten, warst du da? Poppy, ne? Ich glaube, Poppy ist dran. Stimmt, Poppy war dran, genau. Ja, Dendrobena ist dran und der geht jetzt in die Fluten rein. Ist ja nicht so, dass hier nicht schon was gezuppelt hat. Also mit so einem Futterkorb kannst du auch jemanden erschlagen, glaube ich, oder? Oh, 40 Gramm voll durchgezogen, das will ich nicht ins Gesicht kriegen. Nee. Oh, die Mücken. Leute, ist das bei euch auch so? Bestimmt, oder? Also ich bin da sehr empfindlich, muss ich euch sagen. Guckst du euch mal an. So. Jetzt haben wir doch endlich mal einen Fisch gefunden hier. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt hast du mit dir. Natürlich. Guck mal, ich komme hier rum. Dann muss, nee, links rum. Ich führe unter der Route durch. Okay. Dann machen wir das so. Ich muss aber erstmal filmen. Was haben wir denn da? Filmen, Blei haben wir. Aha. Gut. Dann gehe ich hier mal runter. Zack. Haben wir einen. Eingenetzt. So, Leute. Den ersten Poppyblei. Bin stolz auf dich. Jo, ich auch. Hat ja eine Weile jetzt gedauert. Ein paar Fehlbisse lang. Aber der Kollege sitzt sicher am Kescher. Jo, hier haben wir den Blei. Ja, der erste für heute. Mal gucken, wer noch kommt von seinen Kollegen. Also bei mir beißen nur die Mücken bis jetzt. Es ist Katastrophe, wirklich. Katastrophe, Leute. Mimi. Nicht Mimi. Katastrophe. Oh, Mann, ey. Mensch, jetzt kommst du an und die ganzen scheiß Mücken bringst du mit. Die sind die ganze Zeit hier. Nee, bei mir ist okay. Überall. So, das gute Futter. Genau. So, quietschen, das Ding da reinziehen. Das ist natürlich ja Startler. Na los. Ich staune, dass wir auf dem gelben den ersten gefangen hatten. Weil auf Rot hatte ich bis jetzt immer mehr Aktionen, die sind nicht hängen geblieben. Aber gelb anscheinend scheint die richtige Farbe zu sein. Alter. Aha. Ja, ich dachte, das ist deine Schuld. Ich hab's alle mitgebracht. Hier.
Das sind bei dir bestimmt keine und bei mir all voll. Hör ich da Mimimi? Ja. Ja. Sehr schön. Ist auch schön in die andere Schnur drin. Richtig vorbei? Ja. Bist du ja? Gut. Ja. Zum Glück. Jetzt gucken wir mal. Fühlt sich genauso an wie gerade eben. Könnte das irgendwie am Blei sein. Also Poppy läuft auf alle Fälle. Vielleicht ein Zentimeter größer, das ist jetzt der rote, ja? Ja. Also ich habe jetzt quasi auf beide Farben einen Fisch gefangen. Also habe ich ja nicht gefangen, aber ich sag mal so, das ist ja nur ganz kurz davor. Ist auf alle Fälle größer, der Fisch. Ist auf alle Fälle deutlich größer. Ja, da haben wir ihn. Sauber. Also die Kollegen lassen uns nicht im Stich, ne? Genau. Die sind auch sehr, sehr gütig hier, die Kollegen. Die Bleie. Also. Bitte, schon deutlich größer als der andere. Jo. Sieht gut aus, der Blei. Sauber, Carsten. So stelle ich mir das vor, so kann es auch weitergehen. Du sag mal, trägst du echt eine Mütze im Juli? Ja, ja, ihr seht das Video im Juli, aber hier Anfang Juni ist es frühest erstaunlich kalt. Einstellige Temperaturen. 6, 7, 8 Grad bloß frühest, das ist einfach zu kalt. Oder ist das dieser Klimawandel, von dem alle immer so reden? Das ist diese, genau, diese Temperaturerhöhung, von denen sie alle reden. Diese 1,5 Grad, die wir alle merken frühest. Die ins Minus, hier zumindest. Kaum so heiß, wird das hier was anderes. So, da wird ein Schuh draus. Na gut. Jetzt haben wir auch wieder Wärmetemperaturen. Der Vormittag schreitet ja voran. So, Carsten, ich bin stolz auf dich bis jetzt. Na, ich habe es jetzt zu viel Blei gefangen. Immerhin? Ja, immerhin. Kann ich nicht meckern. Hier ist ein kleiner Barsch abgefallen. Den wollten wir eigentlich filmen, aber der hat sich das anders überlegt. Und jetzt haben wir die Dinge, was so passiert. Ich hoffe noch, deine rechte Rute gerade. Ich hoffe noch auf eine Schlei oder einen Karpfen oder so. Das wäre natürlich ziemlich cool. Wir können ja mal meine Ruten mal kontrollieren. Genau. Hol mal deine Ruten raus, nochmal frisches Futter drin. Dann sehen wir weiter. Das hatten wir gerade eben schon mal, wo du deinen Barsch hattest, musste ich losrennen. Ah, wäre schön, wenn es nochmal so passieren würde, oder? Also hier schon mal nichts dran. Gucken, wie der Köder aussieht. Ah ja. Eigentlich noch ganz gut. So, Futter rein. Und dann geht er wieder rein. Übrigens, bei mir ist auch der Klimawandel hier, ne? Die Mücken. Habe ich das schon mal gesagt heute? Ja, dass die Mücken hier tierisch auf den Nerven gehen. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was es gibt. Beim Auswerfen sogar schon. Das war die erste Route. Der ist schon wieder einsatzbereit. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Fiederroute an. Die übrigens auf deinem Futterplatz lag. Ja, ich weiß. Er wirft aus Versehen immer zu weit nach rechts. Also siehst du, das hat auch nichts gebracht. Aber der Mais ist noch dran. Ja, da ist alles noch dran. Zwei Maiskörner in dem Fall. Na gut. So, auch hier wieder Futter rein. Und dann werde ich mal gucken, ob ich wieder aus Versehen auf deinen Platz werfe. Nee. Knapp daneben. So, die liegt auch wieder. Gut, wenn jetzt nichts beißt, dann mache ich auch einen Poppy ran. Kann nicht so weitergehen hier. So, wenn ihr wieder Fragen habt, dann haut's raus. Ansonsten seht ihr schon im Hintergrund, Carsten filmt fleißig. Ihr seid jetzt alle wieder live im YouTube-Video mit drin. Und wir haben jetzt aktuell 40.000 Likes. 10.10 Uhr. Ich habe gesagt, 10.000 schaffen die Leute. Und wir haben 40.000 Likes geschafft. Gibt's doch nicht. In 5 Minuten. Was sind jetzt 100.000? 100.000 Likes, meinst du? Ich glaube, das geht nicht so schnell. Wir sind jetzt gerade bei 42.000 knapp. Ah, ob wir die 100.000 Likes schaffen, mag ich zu bezweifeln. Na komm, ja, sehr gut. Hängt da was? Das war mit Dendro. Das war mit Dendro. Also wenn was hängt, ist es bloß ein Barsch. Ja, hängt was, tatsächlich. Tatsache. So Leute, auf Dendro. Ein kleiner, feiner Barsch. Schön, endlich mal wieder ein Fisch. So sieht's aus. Und da wir hier bei TikTok live sind, halte ich ihn auch hier mal kurz rein. Da habt ihr einen kleinen Barsch. Besser ein Barsch als gar kein Fisch. Oder was sagt ihr? Ja, definitiv. Finde ich auch. So, der Kleine geht natürlich schnell wieder rein. Der muss wieder wachsen.
dass da mal ein 50er Barsch draus wird, würde ich sagen. Ein 50er Barsch, ja, das wäre mal was. So, den schmeiße ich hier nicht von oben rein. Den setze ich ganz liebevoll jetzt ins Wasser rein. Begleitest du mich? Das ist wahrscheinlich mit der Kamera. Ich bleib einfach sitzen, ja. Sehr gut. Ach ja. Jetzt können alle mal Hi sagen. Moin YouTube und Hi. Genau, sag mal alle Hi. Huhu Carsten, genau. Und Carsten geht vielleicht noch ein bisschen dichter oder bist du schon dicht? Nee, das passt ganz gut. Okay, so alle mal Hi sagen und seid dann im nächsten Video mit drin. Guck mal, da kommen die Hais reingeflattert. Moin, huhu. Ihr seid mega cool, Leute. Am 3.7. kommt dieses Video hier raus. Da seid ihr alle mit bei. Alle, die Hi sagen. Alle, die Moin sagen. Da waren bestimmt schon 50. Sind recht glücklich nicht aus. Oh, der Schlauchboot kommt wieder. Muss aufpassen mit meiner Route. Ihr seid wirklich crazy, Leute. Jetzt muss ich wirklich mal aufpassen, Carsten. Du kannst machen, was du willst. Ich halte die einfach drauf. Die Leute hören nicht auf. Okay. Immer noch Hi, huhu. Na, selbstverständlich. Was geht? Carsten hält immer noch drauf. Ihr seid im YouTube-Video mit drin. So, das sollte ausreichen. Immer noch Hi? Das ist unglaublich. Leute, ist ja Wahnsinn. So, nachdem wir jetzt live waren, ja, übrigens vielen, vielen Dank für die rege Anteilnahme. Konzentrieren wir uns wieder auf das schöne Video. Carsten ist die letzte Osa-Stulle. Und es beißt auf Poppy deutlich besser als auf Mais oder auf Dendro. Das heißt, ich baue jetzt um, mache jetzt auch Poppys ran. Und dann wollen wir mal gucken, wer den Zielsport gewinnt. So hätte ich mal nicht ausgemacht. Ich sag ja, Poppy läuft deutlich besser. Hängt aber mit einer anderen Schnur drin wieder. Schön die Osa-Stolle im Mund. Mhm. So, wir gucken mal. Klingt auch schön im Kraut. Ja, ich sehe schon. Versuch mal hinzugehen. So Leute, der hängt da unten. Schleie, glaube ich. Tatsächlich. Es müsste eine Schleie sein. Die muss da bloß aus dem Kraut raus. Da ist er. Jetzt ist er raus. Ihr habt sie gesehen. Perfekt. Traumhaft. Traumhaft. Ah. So, jetzt muss der Bus noch 5 Meter vom Kescher. Ja. So, wir haben sie uns gewünscht. Oder ist er? Ja. Das freut mich wirklich, dass hier eine Schleie wieder gekommen ist. So, da haben wir sie. Geil. Stark. Schönes Ding. So, da sagt mir aber auch wieder, ich muss Poppys ranmachen. Definitiv muss er jetzt auf Poppys umsteigen. Hilft nicht. So, wisst ihr, was das Gute ist? Wir waren gerade bei TikTok und da hat es wirklich eine Stunde, nicht gebissen, nur ein kleiner Barsch. Genau. Und wir haben den Leuten gesagt, ne, ihr sollt einschalten am 3.7. und tada. Schöner Fisch. Ja. So, hier haben wir die schöne Schleie. Schöner Fisch. Vorhin drüber geredet. Gleich der nächste. Na, ich wollte gerade dich filmen. Dann läuft die Route ab. Wir müssen mal gucken, was da kommt. Ein Blei diesmal wieder. Wochen schöner wieder. Ja. So, ich guck mal, ob ich den näher rankriege. Ja, ein schöner Fisch. So, nachdem die Schleier gekommen ist, bin ich besser vorbereitet. Jetzt mit Gummistiefel. Und da haben wir am Netz. So, wird höchste Zeit, dass ich jetzt wirklich auch einen Poppy ranmache. Eine Route hast du ja gerade gebaut. Ich will es gerade filmen. Da habt die Kamera in der Hand, ich will los hier ran. So, hier ist der schöne Blei. Auch deutlich über 40 cm. Ein schöner. Ein schöner, der nicht in der Hände bleiben möchte. Aber das kennt ja jeder von euch, dass die Bleie ganz schön zappelig sind. So gut, Chris. Keine Zeit verschwenden. An deine Angeln ran. Versuch Nummer 2. Wir werden ja mal gestört hier mit deinem Bissen. Und jetzt Fischen. Schlimm, Mann. Oder? So. Jetzt ist er dran, der Poppy. Jetzt sieht improvisiert aus. Ja. Aber sieht gut aus. Aber es reicht. Es reicht, wirklich. Jetzt pass auf. Jetzt werde ich nämlich auch einfangen. Kann ja nicht sein, dass sie mit Dendro und mit Mais hier nichts beißt. Das ist unfassbar. Aber wenn das so ist, dann ist es so. Zumindest hast du auch einen gelben Poppy dran. War bei mir auch jetzt aktuell besser. Gut, dann mache ich bei dem anderen auch einen gelben dran nochmal. Ja, eben Blei kam auf Rot und der Rest hat auf Gelb. So, eine scharf.
die zweite gleich auch. Und dann seht ihr bei mir hoffentlich auch mal einen größeren Fisch heute. Leute, das kann nicht wahr sein. Irgendwas machst du falsch. Ich mache alles richtig. Genauso wie du. Weil wir haben ja gerade... Oh, weg. Da war gar keiner. Selbstverständlich war da keiner. Du lügst. Fake News. Stimmt gar nicht. Hat jeder gesehen. Ja. Ich glaube, ohne Widerhaken kann sowas mal auch schneller passieren. Jetzt habe ich angegriffen von der Mücke hier. Ja, wie gesagt, beide Routen habe ich ohne Widerhaken, wenn da mal ein Fisch verloren geht. Dann ist das so. Vereinfacht die ganze Sache aber immens mit dem Hakenlösen und Kescher. Oder aus dem Finger. Oder aus den Klamotten. Sagen wir mal so, wie es ist. So, Chris. Jetzt zu dir. Wir haben gerade drüber geredet. Er hat umgebaut. Es beißt nicht. Zack. Fisch bei mir. Gut, kam nicht raus. Aber bei Chris muss doch noch einer hin. Ich sitze 5 Meter weiter weg. Gleiche Futterplatz. Ja, weil du auf meine Stelle wirfst. Gleiche Futterplatz. Gibt's doch nicht. Ja, irgendwas ist einfach anders. Hör jetzt groß. Ihr wollt mir das Wasser schubsen, habt ihr alle gesehen. Jetzt reicht's mir. Jetzt mach ich Futterbein, die hau ich bei mir rein. Und bei dir schmeiß ich Steine rein. Kann ich so weitergehen hier. So, dann mache ich jetzt noch zweimal. Na, heute die richtigen Klamotten, die hau ich denn da rein. Würde ich niemals machen. Niemals. Mhm. Außerdem kommen wir von dir, nicht von mir. Stimmt gar nicht. Doch, den hast du gerade da unten geholt. Nee, hab ich nicht. Hast du doch? Den hast du gerade mitgebracht, wo ihr Futterballen fertig ist. Ja. So, jetzt pass mal auf, was hier passiert. Meine Routen gehen krumm. Abgerechnet wird zum Schluss. Übrigens, das ist alles voller Ukels, ne, in der Mitte. Ne, die hast du gerade angefüttert. Das wird das jetzt da hingeschwommen, ne? Genau. Ein Zwischenfazit. Also, bis jetzt habe ich eine Schlei und ein paar Blei gefangen und Chris hat einen Barsch gefangen. Zwei Barsche gefangen, stimmt. Ich habe ja einen unterschlagen. Ja, und kommen wir auch noch mal zu der Sache, auf die ihr alle gewartet habt. Und zwar, was müsst ihr machen, um die HT-Box war, ne? Den Tackle-Container HT. Genau. Chris sein, den Folie schon mal hatten jetzt. Wie ihr den gewinnen könnt. Und zwar schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Fiedern seid. Füttert ihr nur mit dem Futterkorb? Füttert ihr mit der Hand nach quasi, wenn ihr rangeschmissen kommt? Füttert ihr Partikel, also eher gröberes Futter, eher feineres Futter? Wie macht ihr das? Was sind eure Taktiken? Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht kann der eine oder andere von euch noch was mitnehmen, wenn er die Kommentare liest. Hey, kannst du mal aufhören? Ja, du hast ja gerade für mich gefüttert. Was ist denn nett von dir? So. Doch wissen wir nicht, was das ist. Jetzt sieht ganz schön. Ja, das sieht ganz schön. Das könnte auch wieder eine schöne Schleie sein. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, das Beste jetzt zum Schluss. Das wäre der Hammer jetzt. Was ist denn da drin? Sag mal, das ist doch kein Blei. Das ist kein Blei. Aber ich weiß auch noch nicht, was das sein soll. Übrigens auf Rot mal wieder. Das ist eine Schleie, oder? Ist das eine Schleie? Aus dem Karpfen, oder? Nee, eine Schleie, eine schöne Schleie. So, ich sag euch, Leute, das Beste kommt zum Schluss. Und da haben wir sie. Manometer. Eine richtig schöne Schleie. Carsten, also du begeisterst mich heute, ist wirklich Wahnsinn. Leute, schaut da. Schöner Fisch. Danke fürs Füttern, hat sich gelohnt. Sehr gerne. Ein schönes Stück Gold. Ach, Carsten. Wunderschöne Schleie hier. Auf jeden Fall. Schöner Fisch. Richtig schöner Wirklich Fisch. Wirklich schöne, dicke Schleie. Also von der Größe her deutlich mehr als die von vorhin. Ach, wirklich schöne Fische. Ein Träumchen. Wirklich stark. Läuft. Manchmal fragen wir uns wirklich, woran hattet ihr liegen? Wir angeln 5 Meter auseinander. Gut, das kann natürlich schon so ein bisschen einen anderen Spot bedeuten unter Wasser oder eine andere Zugroute. Aber das Futter liegt ja trotzdem da, was lockt. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen anders gemacht habe, unabhängig davon, dass ich nicht mit Wurm und Mais geangelt habe, dass ich die ausgewaschenen Poppys genommen habe, die einfach deutlich blasser sind als die, die frisch aus der Packung sind. Vielleicht liegt es da dran. Wäre möglich. Wie fühlt er sich an? Ich kann es noch nicht sagen, aber ich denke, das könnte wieder
das gleiche sei wie gerade eben? Nein, das ist ein Blei. Es ist ein Blei. Der kämpft aber diesmal deutlich besser als vorhin die. Soll ich die Leute holen oder soll ich hier weiter filmen? Spiel das gleich. Okay, pass mal auf, was machen wir jetzt? So Leute, damit ihr das jetzt auch seht, ja, passt mal auf. Da hole ich euch jetzt mal dazu. Ich muss mal hier ganz kurz mal umschalten, wartet mal kurz. So, umgeschalten, Carsten hat schon gecatchert. Was haben wir denn da? Na, wir haben wieder einen schönen Bleifang. Das sieht gut aus. So, da ist er drin. Sehr schön. Den gibt es übrigens nicht zum Mittag. Ne, den heute nicht. So, Carsten, hast du sehr gut gemacht. Genau, ich hab. Aber nicht zu viel sagen hier. Nee. Du hast gesagt, wir wollen einen Fisch für live und das habe ich gemacht. Genau, das hast du sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. So, raus das Ding. Ich filme übrigens gleichzeitig, ne? TikTok live und Multitasking. Unser Folge. So, da haben wir den schönen Kollegen hier. Sehr und, schön. So. Alle haben ihn gesehen? Ja. Ja. Ab mit ihm. So, Petri. Danke, danke. So, ich denke mal, das wird auch die letzte Aktion jetzt hier gewesen sein mit der OSA-Folge. Alles wieder halbwegs sauber. Ja. Gut, dann schalte ich jetzt mal die Cam hier aus. Genau, mach die Kamera aus und die anderen Leute bleiben noch ein bisschen dabei. So machen wir das. Da haben wir den größten Brassen für heute, quasi so ein Einpackfisch. Chris war gerade beim Einpacken und da muss ich doch mal zu meiner Route springen und den Kollegen hier rausholen. Sehr schön. Dickes Petri, Carsten. Danke, danke. So, Leute. Da seid ihr. Genau. Da ist der Carsten. Hey, komm hier in Aufnahme, dass das Hallo schwimmt. Ah, na gut. Der Kollege. So. Da zieht er davon. Hast du sehr gut gemacht. Ja, dank auch dem Blei, der hier mal vorbeigeschaut hat. So, Freunde, wir sind jetzt am Einpacken. Ich habe jetzt endlich meinen Pullover ausgezogen. Jetzt ist es möglich. Die Mücken sind weg. Leider etwas zu spät. Carsten, stolper nicht. Bin ich schon. So. Richtig Stolperfalle hier unten. Ganz gefährlich. Manometer. Wenn du da stehst oder da stehst und irgendwo die Routen loslaufen, dann springst du hier rüber. Oh, ich sag euch. Ja. So, jetzt gehen wir gleich nochmal zu Carsten. Dann machen wir nochmal einen Abschluss. Und dann war's das für heute. So, Carsten. Das war's. Das war für heute. Ich würde sagen, wir haben ganz gut gefangen. Du hast ganz gut gefangen. Ja, ist ja trotzdem eine Teamleistung. Immer. Ja, also wir haben bloß 5 Meter nebeneinander geangelt, zum Schluss noch mit den gleichen Ködern. Und ich muss sagen, Rot hat dann zum Schluss dann noch die ganzen Blei gebracht, die wir gefangen hatten. 2 schöne Schleien habe ich rausgeholt, vor allem die 2, die war wirklich richtig gut, ja. Von der Größe her. Ja, etwas schön gewesen. Schöner Vormittag. So, und jetzt müssen wir auch langsam los, weil die nächsten Boote kommen. Ja. Wahnsinn, ne? Genau. Also. Dann, Leute, tschüssi. Du musst natürlich den Abschluss, du hast den Start gemacht. Das war es doch nicht wirklich, oder? Doch, war. Nein, natürlich verabschieden wir uns natürlich noch richtig. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wie heißt Angelbaum oder Spreeangler. Bis langsam, wir, Petri, ciao und macht's gut. Das war ein richtiger Abschluss. Das war ein richtiger Abschluss. Aber das war das dritte Mal heute schon, wo du einen Abschluss gemacht hast. Deswegen, das kam gerade besser rüber als sonst, geübter. So, jetzt Schluss. Feierabend. Bis zum nächsten Mal, Leute.